Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grünen haben uns das kurz und gründlich überlegt. Wir werden dem Antrag zustimmen, die dritten Orte weiterzuentwickeln und zu stärken. Wir werden uns beim Antrag der SPD enthalten, dem Entschließungsantrag. Man kann das bedauern, dass beides nicht noch mal in den Ausschuss geht, ganz bestimmt, kann man sagen. Man kann aber auch sagen, macht mal voran, weil vieles von dem, was jetzt zu tun ist, ist uns bekannt. Und Kollege Bialas hat ja gerade noch mal, wie ich finde, sehr eindrücklich beschrieben, wie vielfältig das Land kulturell schon aufgestellt ist und dass es insbesondere darum geht, jetzt zu sehen, wie man diese vielen Stärken noch mal vernünftig stärkt. Weil der Vorwurf, den man ja der alten Regierung, also uns als rot-grünen Vertretern machen kann, ist der, dass wir das in den letzten 7 Jahren nicht deutlich genug haben herausarbeiten können. Wir haben aber immerhin gemeinsam das, was Herr Bialas auch eben noch mal beschrieben hat, wahren und auch zum Teil stärken können. Nicht ganz so, wie wir beide uns das gewünscht hätten als Kulturpolitiker, aber so ist das manchmal. Und insofern freuen wir uns ja, dass die neue Landesregierung sich das entsprechend auf die Fahnen geschrieben hat, auch dieses Feld auch materiell stärker zu machen, als es in der Vergangenheit war. Das ist gut so. Das begrüßen wir ausdrücklich und deshalb sollten wir da auch keine Scheingefechte führen. Das jedenfalls ist die Position meiner Fraktion an dem Punkt. Ich will aber auch noch mal deutlich machen, es gibt natürlich gerade was das sogenannte niedrigschwellige Angebot, also das, wo viele Menschen hingehen, ohne groß darüber nachzudenken, gehe ich jetzt in eine besondere Kultureinrichtung, dass wir diese Einrichtungen im Land besonders in den Blick nehmen sollten. Und das sollten Sie als Regierung, wenn Sie den Arbeitsauftrag jetzt hier erhalten von dem Landtag Nordrhein-Westfalen, auch tun. Das sind die rund 65 soziokulturellen Zentren in unserem Land. Der Name klingt ein bisschen sperrig, aber das, was da passiert ist, ein breites Kulturangebot in den verschiedensten Orten, sowohl im ländlichen wie auch in städtischen Räumen. Und zwar, ich sage es nochmal, niedrigschwellig für alle Menschen der jeweiligen Stadtteile und Städte und Gemeinden, in denen solche Angebote im Land bestehen. Und das ist sicher ein Angebot, von dem wir uns alle wünschen können, dass es viel breitere, viel bessere Unterstützung erfährt. Diese Zentren sind heute, sagen wir darauf angewiesen, faktisch mit relativ 60 bis 80% ihres Geschäftes selbst zu erwirtschaften. Das ist schwer, das ist auch nicht ganz einfach. Da sind dann oft Diskos und andere Angebote, die sehr, sehr niedrigschwellig sind, wo aber natürlich auch eine Menge Menschen zusammenkommen. Aber wir würden uns wünschen, dass gerade diese Bereiche stärker auch in die kulturelle Betrachtung bei der Kulturpolitik, die hier formuliert wird, gezogen werden. Zum Zweiten ist es wichtig, dass wir uns über die Stärkung der Bibliotheken unterhalten. Das sind wirklich dritte Orte in einem ganz klassischen Sinne, weil die Menschen aus verschiedenen Gründen in Bibliotheken gehen. Einmal, um sich was zu leihen, zum anderen, um sich dort zu bilden, aber auch, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Und deshalb ist zum Beispiel eine Frage, die ganz wichtig ist und die Sie dringend mit anstoßen müssen, die, ob Bibliotheken wie Museen, wie Theater, wie andere Einrichtungen auch sonntags ein Angebot anbieten. Das muss nicht parallel zum Kirchgang laufen. Da haben wir sonst sicher Diskussionen auch in unserem Land. Das wollen wir nicht. Aber spätestens ab mittags sollte das ein Angebot sein. Und ich weiß, dass einer der kulturpolitischen Vordenker der Christdemokratischen Union, Herr Professor Dr. Lammert, das all die Jahre immer schon gefordert hat. Und ich kann Ihnen sagen, nicht nur ich habe das immer unterstützt, andere auch. Wir haben allerdings, da muss man sehen, wo man das arbeitsrechtlich in Berlin regelt, da muss das geregelt werden. Aber die Initiative dazu sollten Sie mit aufnehmen. Es steht im Entschließungsantrag der SPD sinnvollerweise drin. Unsinnigerweise haben wir es in den 7 Jahren nicht umsetzen können, wie wir wollten. Aber Sie werden das jetzt tun und wir werden Sie in diesen Punkten unterstützen. Wie wir uns verabstimmungsmäßig verhalten, habe ich gesagt. Und ansonsten wünsche ich uns weiter viele interessante Debatten, auch zu dem Thema, nicht anhand dieser Anträge, aber mit Sicherheit, wenn Sie das Konzept vorlegen, werden wir es ja auch im Kulturausschuss noch mal entsprechend beraten. Vielen Dank.